Wartung steht aus. Erbitte visuelle Bestätigung. Ja, das ist der letzte. Backboard. Bestätigt. Interessante Technik, Kate. Ist das nicht Eris Morns Schiff? Tatsächlich. Du bist eine echte Künstlerin. Man kann nicht mal die Verbindung sehen. Niedlich. Aber Zavala muss alle Abflüge genehmigen. Ich muss angeben, warum ich es ziehen lasse. Sternenschau. Okay. Wie wär's mit unbefugter Einsatz mit modifizierter Tarntech, um das Grabschiff über Saturns Ringen zu infiltrieren, um seine Waffen auszuschalten, eine Teleportzone aufzusetzen und die Kavallerie zu schicken? Wie wär's mit Testflug? Es wartet auf dich, wenn du soweit bist. Ich? Ich flieg das Ding nicht. Das mache ich. Dann kann das ja nur daneben gehen. Crota hat also tatsächlich einen Vater. Sein Name ist Oryx. Und er ist den ganzen Weg gekommen, um dich zu töten. Das werden wir nicht zulassen. Oryx kontrolliert die Besessenen vom Grabschiff bei Saturn aus. Doch ohne Tarnantrieb kommen wir da nicht drauf. Zum Glück habe ich einen in einem alten Kolonieschiff versteckt, bevor ich von der Vorhut eingezogen wurde. Woher weißt du, dass es noch da ist? Du drückst besser die Daumen, dass er noch dort ist. Ohne wirst du das Grabschiff nicht überleben. Ja, das sind ja mal wieder gute Voraussetzungen. Oh, das Kosmodrom hat sich ein wenig verändert. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus hier. Wow, okay. Hier haben wir unten ein echtes Problem. Ja, ich sehe das schon. Lass mich raten. Vier Arme, tragen Umhänge und riechen richtig fies. Keine Gefallenen. Die Besessenen. Dacht uns viel mehr Zeit. Ah, jetzt können wir auch endlich so eine Nebenquest abschließen. Wo ist der denn? Das sind ja doch Gefallene. Ich hatte mich schon gewundert, wie ich so eine Nebenquest von der Petra abschließen sollte. Da sollte ich nämlich besessenen Äther kriegen oder sammeln. Und das ging gar nicht, weil hier nirgends Besessene waren. Aber das hat sich jetzt natürlich gerade dramatisch geändert. Ich muss mal ein bisschen näher am Mikrofon bleiben. Warum denn? Ach. Oh. Das wollen wir natürlich auch mitnehmen da oben. Ne? Nix vergammeln lassen hier. Jetzt gibt's Gammelbanane. So. Gehen wir mal von der anderen Seite ran, wo nicht der Ritter ist. Oh, ist auch ein besessener Ritter. Na toll. Oh, 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 von wo? Von wo? Mein Gott, ey. Fängt ja richtig nice an, die Runde hier. Ja, die Besessenen, die sind schon eine Ecke härter als die normalen. Mal hier alles richtig ausrichten. Das geht ja ab hier. Okay. Uiuiui. Ui, ui. Ja, wer vorher Destiny gespielt hat, der weiß, wie das eigentlich hier aussah. Wie schlimm ist das? Besessene überall und sie bekämpfen die Gefallenen. Die Erde wird aussehen wie Phobos, solltest du den Tarnantrieb nicht finden. Ach, ich finde den Scheiß schon. Du
Ach ja, da werden Erinnerungen wach hier in der Stage. Wie man früher den allerersten Endboss besiegt hat. Finde ich schön, ich schwelge ja gerne in Erinnerungen. Habt ihr auch eine neue Kiste hier unten hingepackt haben? Nee, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, und hier, das ist auch jetzt neu. Okay, du wirst eine Tresortür sehen. Es gibt einen Trick, da durchzukommen. Laufen. Sag mir Bescheid, wenn du dort bist. Es gibt einen Trick, dort durchzukommen. Laufen. Die Tür wurde bereits geöffnet, Kane. Wir sind drin. Und die Fluxgranaten sind nicht explodiert? Ich muss aus diesem Turm heraus. Ah, war klar. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Oh, die können jumpen. Das ist fies. Das ist fies. Phasenverschiebung und dann auch noch explosiv. Wir nehmen den mittleren. Wir sind auf dem Weg nach oben. Kay, wann war das letzte Mal, dass du diesen Aufzug genommen hast? Entspann dich. Funktioniert einwandfrei. Aber Geist, bleib in der Nähe. Nur für den Fall. Als wenn mein Geist mich verlässt. So ein Blödsinn. Freunde durch dick und dünn. Wahre Freunde kann nichts trennen. Wahre Freunde schmecken wie Eis. Aus dieser Höhe kann ich die Energiesignaturen der Besessenen im ganzen Kosmodrom aufnehmen. Oh, gut. Weißt du, ich war hier, um nach dir zu suchen, als die ersten gefallenen Krungs durchkamen. Es fing mit einem Skiff an. Und ein paar Monate später gehörte ihnen das Kosmodrom. Die Besessenen schafften das in wenigen Stunden. Wie finden wir deinen Tarnantrieb? Eine Brücke verbindet den Turm mit dem Schiff. Konnte ich erst nach Tagen zum Laufen bringen. Ist nicht stabil, also pass auf. Kate, jemand hat die Kommandobrücke bewegt. Und geil. Die Steuerung zerstört. Ja, da sind die Gefallenen. Versuchen wahrscheinlich, sich die Besessenen vom Leib zu halten. Finde einen Weg, den Strom umzuleiten. Mal das alles so zu sehen. Gibt es immer noch aktive Übertragungen. Wenn du die Quelle findest, kann ich den Schaltkreis reparieren. Also ich soll nach oben. Ah, da. Sobald die Brücke funktioniert, geh zu meinem Versteck oben im Kolonieschiff. Wir warten immer noch auf Details deines Plans, Kate. Ja, oh. Gib mir eine Sekunde, Hüter. Ach, Details. Wen interessieren Details? Boah, ich werde jetzt gleich kommen, so eine Jump'n'Run-Einlage, da ich hier... Ja. Da ich hier irgendwie blöd rumspringen muss. Und mein Leben sinnlos in Gefahr bringen muss. Guck mal, da drüben. Da muss ich gleich bestimmt rüber. Könnte ich drauf wetten. Die Klappe, die steht schon so offen. Oder da gibt es irgendwas, da kann man irgendwas finden. Ah. Hey, die Brücke bewegt sich schon. Geh im Kolonieschiff nach oben, wo mein Versteck ist. Und pass auf der Brücke auf. Sagte ich doch, wir müssen darüber. Nein! Ja. Da hätte ich mich vielleicht ein bisschen beeilen sollen. Naja, so geht's ja auch. Aber man hätte sich das ersparen können. Ja, hoch.
Also wie gesagt, dass die alle die Phasenverschiebung beherrschen, finde ich jetzt nicht gerade toll. Genau, Fäule-Äther. Das ist das, was ich brauchte und was ich jetzt auch kriege. Ja, das, wenn man Aufträge annimmt, bevor man überhaupt so weit ist, toll. Das ist jetzt wieder ins Bodenlose gefallen. So eine Kacke. Boah, das hasse ich manchmal, ne? Dass er wirklich... Egal. Ich reg mich wieder über Eier und Bieren auf. Oh. Ja. Ja, war klar. War klar. Ja, kehre wieder um. Scherzkekse. Ey, mitten im Fall, weißt du, kehre wieder um. Arschlöcher. Das habe ich nicht laut gesagt. Ist natürlich auch eine tolle Überraschung, ne? Hinter so eine Tür so einen blöden Phalanx zu setzen, der der einzige Gegner in dem Spiel ist, der einen runterschubsen kann. Was dann übrigens so platzt und weißer Rauch ist, das ist, wenn ich den Kopf treffe. Von so einem Vandalen. Übrigens, da steht ja immer Geächteter. Mal ohne Scheiß, in der Alpha oder in der Beta, weiß ich nicht mehr genau, habe ich da immer Gelächter gelesen. Da dachte ich mal, boah, wie kann man so einem Typen so einen scheiß Namen geben? Wie kann man so ein Viech Gelächter nennen? Ist ja lächerlich. Oh, neues Upgrade für meine Superkraft. Oh, und schwere Munition genügend. Das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn man ganz viel schwere Munition kriegt, weil das heißt nämlich, dass es gleich hier richtig knallt. So, was haben wir denn hier? Springen und drücke dann in der Luft erneut, um Gleiten zu aktivieren. Ja, habe ich doch sowieso. Verbessere Gleiten für erhöhte Richtungskontrolle in der Luft. Okay, richten wir auch aus. Ein. Hier alles fein hier. Ja, und jetzt? Krabbeln. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich in dem Spiel krabbeln muss. Guck ja nicht nach unten. Hä? So ist doch in Ordnung. So eine schöne Aussicht. Was? Wo? Ey Leute, ich krabbel noch, ja? Jetzt werft mir hier keine Feinde vor den Kopf. Dann werde ich aber schnippisch. Easy. Ach, jetzt kommt alles. Vandalen und Besessene. Schön. Gemeinsame Sache. Der Feind meines Feindes ist mein Feindes. Ist mein Feind. Gameblamers sinnlose Kommentare. Ja, bestimmt auch eine coole Serie. Könnte man Stunden mit meinem Videomaterial füllen. Stunden, sag ich euch. Was? Der Vandale ist noch am Leben. Bisschen Munition könnt ihr mal alle fallen lassen. Tut dann nicht nur mir einen Gefallen, sondern auch euch, weil ihr seid dann schneller tot. Ach, bleibt doch mal ruhig stehen. Erstmal nachladen, bevor ich weitergehe. Komm, da war noch einer.
Oder laufen die immer da drum herum? So. Noch höher. Höher, weiter, tiefer, schneller, besser. Mein Wille wird ausgeführt. Rache wird roter. Ach, da oben. Ja, da habe ich natürlich hier in die Falle quasi gelockt. Erstmal ein bisschen regenerieren. Ey. Wo ist er? Wo bist du feiger Hund? Tada! Tiddledi, du Wichser! Das Vieh schien ziemlich sauer zu sein. Oryx muss es immer noch auf uns abgesehen haben, weil... wegen Krota, du weißt schon. Es wird nicht einfacher auf dem Grabschiff. Hast du meinen Tarnantrieb gefunden? Bist du sicher, dass es noch hier ist? Es ist so wie mit allem. Du musst wissen, wo du suchen musst. Geh auf die Frequenz 5982, Geist. Genau, du blöder Geist. Frequenz 58789, eben 8, ist doch genau richtig. Da ist es ja. Die besten Verstecke sind immer die, die sich genau vor der Nase befinden. Teleportiere es weg von hier. Ich treffe die Vorbereitungen. Sieht ein bisschen aus wie... Mir nur eingefallen. Wenn du noch was findest, das ich versteckt habe, lass es für mich liegen. Auf dem Grabschiff gibt es genug Schätze für alle. Sieht irgendwie aus wie große Heliumfilmamente. Fokussierte Kontrolle. Und? Natürlich keine Prämien, war doch mal wieder klar. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.